Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind mittlerweile im Bastion Park angekommen. Kaylin ist auch wieder mit dabei. Hallo. Ebenso wie einige andere Spieler. Oh, ein kaputter Ghoul. So voll war es noch nie hier. Ja. Die sammeln sich hier irgendwo. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Hört sich ja an, als wäre es ein Multiplayer-Spiel hier. Ja. Na, aber doch mal kurz am Ghoul herum. Kann es einer nicht lassen. Nee, mal, ist das lecker. Ist das lecker. So, aber ich brauche einen Right Away. So, hallo, Bluntman. So, hier ist ein Aussichtspunkt irgendwie. Ah, hier ist noch was. Hier ist die zweite. Tatortnotizen. Detective Mondays Fallnotizen. Um 3.27 Uhr am Tatort eingetroffen. Eine Zigarette geraucht. Die Leiche einer Frau auf dem Spielplatz gefunden. Sie war nahezu bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Eine Zigarette geraucht. Den Zustand des Tatorts mir selbst gegenüber beklagt. Die Zeugen Gary Wiggle Jacobs befragt. Zeuge war fahrig und nicht imstande stillzustehen. Zeuge berichtete von hellen Lichtern und Schreien. Zeuge ist sich sicher, dass es sich um eine Entführung durch Außerirdische gehandelt hat. Eine Zigarette geraucht. Zeuge hat den Angriff selbst nicht gesehen. Eine Zigarette geraucht. Fehlen von hinreichenden Beweisen für eine Verbrechenstheorie. Todesursache wird als unbekannt notiert. Keine Zigaretten mehr. Kacke. Aber ich habe ja hier tatsächlich auch eine Schacht Zigaretten gefunden, von daher. Jetzt gepasst sogar. Genau, da war das wahrscheinlich dann her. Hast du die hier schon gelesen? Nee, die fehlt tatsächlich noch. Dann habe ich nämlich alle. Ich möchte dieses Mal einen persönlichen Bericht, aber ich habe seit unserem letzten Gespräch den Ort gewechselt. Treffen Sie mich bei Sells Schleifmaschine in Beckley. Die Stadt ist mittlerweile in einem desolaten Zustand, aber Sells ist verlassen. Niemand war da, der uns belauschen konnte. Und vergessen Sie nicht, diese Nachricht nach dem Lesen zu verbrennen. Wolf. Es klappt halt nie. Irgendwie nie. Ja, nein. Das heißt immer so. Denken Sie daran, diese Nachricht zu vernichten. Ja, ja. 3000 Jahre später wird's gelesen. Okay, wir sind jetzt keine 3000 Jahre, aber später halt. Okay, passt schon. So, wo ist denn das jetzt? Das ist ein Event. Schleifmaschine. Das ist ganz weit, nie ohne Seife waschen, im Westen. Westen. Wenn du die Map nach ganz links siehst, dann ja, genau. Aber wo Tracks ist? Nee, ich glaube nicht. Man kann leider nicht schnell reisen. Ja, ja, genau. Von Welch? Welch? Vielleicht? Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Ich überlege, ob es von Hornwright da vielleicht schneller geht. Ich glaube, dass es relativ gleich weit weg ist, aber hier hätten wir eine Straße zum Folgen. So. Ja, das ist, glaube ich, besser. Ist es zur Station oder zu Welch selber? Welch selber. Wie würde es denn zur Station kosten? Nach Welch waren jetzt 20 Kronkorken. Ich habe gar nicht geguckt, tatsächlich. Eieieiei. So, lauter Markierungen. Da müssen wir, glaube ich, hin. Da. Stimmt, hier war das, wo wir das mit diesen Glücksgräbern gemacht hatten. Ja, genau. Boah, die war echt anstrengend, die Quest. Ja. Ich wollte vorhin schon sagen, so, hey, warte mal, in Welch waren wir ja schon mal. Ja, na klar waren wir hier, wir können hier schnell reisen. Ich hab Knobby ist hier am Start, einfach nur. So, da hinten ist aber auch noch einiges. Euch was wir entdecken können. Ich, je nachdem wie es aussieht im Let's Play oder ob wir alles schaffen, werde ich da definitiv noch die Orte versuchen zu erreichen, alle. Das ist was, das stört mich auch bei Far Cry, wenn ich nicht alle Fragezeichen erledigt habe. So. Ja, ja. Es sind Roboter am Start. Ah ja. Ist...
Ah, da ist ein Beckley. Cool. Da hinten sind wohl die Schleifmaschinen. Ups, da spawnt ein Schild vor mir. Ist es echt gespawnt? Ja. Also ich bin fast dagegen gelaufen. Bevor es da war. Crazy. Verbranntenfanatiker. Shit, meine Shotgun hat es jetzt zerlegt. Was ich wollte, habe jetzt die andere genommen. Warte mal. Wo habe ich die denn? Hast nicht du sie zerlegt? Ja, ja, genau. Halt unabsichtlich, versteht sich, aber. Ah, warte mal, ich kann das. Oh, das ist ein Streikbrecher. So, da hätte ich dann ganz gerne die mal drauf. Der ist. Oh, das ist ein netter. Einer von uns. Ah, da müssen wir auch hinsehen. Hallo, Craig. Hallo, grüße dich. Na, Splittergranate nehme ich gerne mit. Aber warum leckt mein Spiel gerade so? Fallout halt. Ja, okay, stimmt. Warum frage ich überhaupt? Ah, du bist doch da oben hoch. Vielleicht hier. Hier ist eine Feuertreppe, die von unten anfängt. Das wäre schon mal eine Idee. Spiel auf den Dächern von Beckley Musik, okay. Dann. Das ist ein Event. Bei mir unter Sonstiges. Ja. Das Grinders. Boah, es ist hier so viel los. Das kennt man überhaupt nicht von dem Spiel. Ja, überhaupt, ey. Aber freut mich, dass neuer Content kommt. Tatsächlich kostenloser Content sogar. Ja, soll's ja auch wahrscheinlich. Ah, hier ist was. Guck mal. Das hier zum Black Sheep. Ich spiel mal ein Banjo. Terminal. Ich hab gespielt. Und hat's gezählt? Nö, irgendwie nicht. Vielleicht muss man mehrere spielen, so. Hier wäre eine Waffenwerkbank. Sensormodul, Kampfrüstung, Arm. Ist der besser? Ich hätte ihn gerade hier verwerten können. Naja, gut. Ein Protestschild. Yep. So, hier ist noch was. Naja, Banjo. Ich glaube, die Quest, die. Warte mal. Wahrscheinlich so lange, bis du inspiriert bist, schätze ich mal. Ah, stimmt. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Ich mal akustische Gitarre. Hm. Der Streikbrecher ballert sich gerade durch die Gegend. So, jetzt wäre ich in guter Stimmung. Hat aber auch nichts gebracht, tatsächlich. Oder müssen wir alle abfrühstücken? Raketenschießpulver nehme ich mit.
Wird's noch angezeigt so? Ja. Als Punkt? Ne, ich meine als Punkt des Benjo. Okay. Nee, das sehe ich nicht. Dann wird ein bisschen. Lalalala. Müssen wir wahrscheinlich echt alle abfrühstücken gerade. Ja, ich würde sagen, wenn ich sehe, mache ich es, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, ja. Ah, hier ist noch eines tatsächlich. Ja, ja, genau, da war. Irgendwo war doch vorhin noch was aufgeploppt. Und hier ist eine Steel-Gitarre. Oder Stiel. Steel? Steel. Steel, sag ich doch. Stahlseitengitarre. Ah, und ich glaube, die ist tatsächlich aus Stahl. Ah, hier ist, genau, hier ist eine akustische. Oh, ich habe die Quest jetzt nicht mehr. Hast du eine Belohnung gekriegt? Ich habe es tatsächlich nicht mitgekriegt. Inquest, sonstiges. Aber ja, dann wenn du aber hier die akustische hattest. Und hier, wo ich stehe, ist die Steel. Ja, genau, dann die fehlt mir halt noch. Du bist ich bleib da hier mal stehen. Ja. Da ist auch ein Stift, sehe ich gerade. Und eine Warnung. Geh mal weg. Wenn du das hier liest, dann mach dich aus dem Staub, solange du nur kannst. Die Bergarbeiter haben angefangen, die Roboter zu zerstören. Ja, ich glaube, das ist aber nicht. Story relevant. Ja, genau. Ah ja, genau. Ich habe jetzt. Ja. Ich hab's abgeschlossen, war irgendwie noch 2 oder 120 Kronkorken gekriegt. Ah, okay, okay. Die habe ich wahrscheinlich auch bekommen. Glaube ja. Ich zumindest jetzt mal. So. Mal schön nebenher noch eine Quest erledigt. Allerdings brauchen wir hier noch einige Spuren. Hi. Müssen wir da hinten, müssten wir hin. Zerlege jetzt gerade die Kampfrüstung noch schnell. Schaden kann es ja nicht. So, jetzt kann ich wieder laufen. Warte mal, wo müssen wir eigentlich hin? Hier darüber. Irgendwo, ja. Ich glaube, da war ich vorhin schon mal. Ja, war es auf jeden Fall, weil nämlich hier die Gitarre ist. Ah, guck mal. Oh, da ist auch eine neue Elektromunition drin. Ja, Fusionszelle, Splittergranate und Haarklammer. Gimpack. Live-Maschine. Ist noch mal eine Waffenwerkbank. Hm. Ich brauche, glaube ich, gerade im Moment nichts mehr. Wir müssen wahrscheinlich nach unten. Irgendwie. Hier kommen wir nach unten. Ja, ich glaube, es ist auch kurz was unten aufgeblinkt, wenn mich nicht alles täuscht. Hier unten ist auch eine Etage, so wo wir rein können. Also ich glaube, das ist richtig. Ja, da unten ist, und scheint irgendwo was zu sein. Warte mal. Warte mal. Du bist gerade an einem Terminal vorbeigelaufen. Ja, ist das relevant? Türsteuerung offen. Okay. Ah. Moment. Jetzt sagt er nach oben. Hinten geht's ja wahrscheinlich wieder weiter. Hier oben bei mir ist ein Terminal auch. Ja. Ein weiteres. Hier was Relevantes? Ich muss sagen, ich finde es gerade ein bisschen cool, das hier oben so herumzulaufen. Ja, hat auf jeden Fall Dächern. Was. Ja, voll!
glaube, wir müssen echt noch eines runter dann. Ah, hier ist ein Safe. Da war aber schon jemand dran. Ah ja, hier. Jetzt persönliches Terminal. Liebler Blub. So. Bei Mo's Super Sandwich. Boah, jetzt ein Super Sandwich. Inneren Sandwich. Ja, ich glaube, ich mache tatsächlich gleich noch ein Sandwich. So als Betthubfall. Ich muss noch gucken, was ich mir jetzt noch mache. Falls ich mir noch was mache. Kontostand minus 2000 Dollar. Ja. Hat jemand Schulden? So. Ihr Wolf, habt die Operationsbasis in einen Laden in Berkeley verlegt. Alles klar. Antwort ansehen. Mal Koordinaten herunterladen. Okay, das war Nummer 2. Jetzt ist da unten noch was. Ja, hier ist ein Brief. Ah ja, okay. Oben war ein Holoband, ne? Warte mal, hatte ich das schon? Es war hier. Aber wenn es hier drin war, wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Ist klar. Mhm. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Sie Ihr Unternehmen wachsen lassen und Ihre Reichweite auf tausende neue Kunden am Tag vergrößern können? Ich möchte Sie herzlich in der spannenden Welt der Radiowerbung im Skiort Pleasant Valley willkommen heißen. Wir senden rund um die Uhr von Top of the World und erreichen damit die Ohren zahlloser Einheimischer und Urlauber in ganz Appalachia. Deshalb einschalten und durchstarten. Greifen Sie zum Telefonhörer, um einen Termin mit unserem Marketingteam zu vereinbaren. Ihr Geschäft wird boomen, garantiert. Cool, den Brief habe ich schon, den kannst du einsammeln. Den hier? Okay. Da. Den habe ich ganz am Anfang schon mitgenommen. Das ist die Nummer 2 bei dir wahrscheinlich gewesen. Ah, ich habe hier, Dings. Ja, genau, ich habe hier die. Das ist das letzte, okay. Wahrscheinlich. Du bist nicht gekommen. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss. Du warst nie jemand, der einfach verschwindet, wenn es nicht so gut läuft. Ich mache einen Spaziergang im Park. Vielleicht treffen wir uns ja. Wenn ich zurückkomme und du bist da, vergesse ich das mit dem verpassten Treffen. Und wenn ich da bin und du nicht, dann haben wir ein Problem. Ja, alles klar. Hört sich nach Mafia an. Mhm. Wieder Party. So, dann mache ich mal gerade noch meinen Levelaufstieg. Stimmt. Gute Idee. Ah genau, jetzt kann ich Skill wählen oder Punkte ändern. Okay, ich glaube, da hätte ich gerne mal Skill. Meister haben wir schon maximal. Das können wir vielleicht noch ausrüsten. Okay. So, ich habe einfach mal Kannibale erhöht. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, das ist das jetzt echt das Praktischste, wo ich relativ wenig Essen mitnehme, beziehungsweise finde so. Mhm. So, Streifenwagen. Streifenwagen. Scheint es irgendwie runter zu gehen. Ach, da hinten ist okay. Wieder in Lewisburg.
Einfach den ganzen anderen Spiele hinterher, das passt schon. Ja! Es ist ja halt echt so, weil die Leute, die das Spiel intensiv spielen, die sind ja beim Update meistens da. Ja, ja, genau. Ist ja wie in MMOs auf einmal so, ja, es geht wieder los, alles voll mit Leuten. Genau. Naja, es ist ja auch quasi, also es ist ein MO. Ist nicht massiv, aber es ist halt Multiplayer Online. Ja, das stimmt. Oh. Mo. Das Mo ist aber auch ein bisschen meh. Ja. So. Dachte auch so, was redet denn da jetzt mit mir? Sind bei dir jetzt eigentlich immer noch echt alle Radios leer, halt aus? Ja. Also das, was da war, schon. Okay, gut. Werden sie wahrscheinlich echt nachgepatcht haben. Ja. Oh. Macht ja jetzt eh keinen Schaden mehr. Das ist ja... Ja, stimmt. Ich vergesse es immer wieder. Ja, moin, gute Nacht. So, dann heile ich euch oder heile ich dich mal noch ein bisschen. Wenn ich hier mit der Waffe im Wärtsmodus kritische Treffer verteile, werden nämlich ich und meine Gruppenmitglieder geheilt. Oh, das ist praktisch. Hier sind Notizen. Das ist ja schön. In dem Seesack so. Moment, komme gleich, muss gerade noch looten. So, da, ja. Genau. Lewisburg. Eine Kleinstadt voller großer Träume. Doch hinter der strahlenden Fassade zeigt sich ein Bild der Mysterien und Missstände. Nehmen wir als Beispiel Calvin Van Low, einen ganz gewöhnlichen Typ hier. Was zur Hölle, Klein? Nimmst du schon wieder auf? Ist das ein Problem, Sydney? Mein Roman braucht diesen professionellen Realismus. Dieser professionelle Realismus erlaubt es dir, einfach rumzulabern, statt deinen Job zu erledigen. Können wir jetzt einfach zu den Van Lows gehen? Wir müssen die Schwester zum letzten bekannten Aufenthaltsort befreien. Eine Bande, die uns vereint, uns Halt gibt, aber auch die Voraussetzungen für Untermord. Schluss damit, gehen wir. Hey! In dem auffälligen Anzug da. Hast du den hier schon mal gesehen? Nein. Sieht aus, als würde er rumschnüffeln. Ist das nicht das Ferienhaus der Garbers? Das mit dem Flamingo davor. Die sind seit 2 Wochen weg. Das sollten wir uns ansehen. Na los. Okay, dann weiter geht's. Doch. Ist leider nicht alles mitgekriegt, weil auf einmal ja ein paar Ghule meint, sie müssten angreifen. Ja, leider. Ach, so, das Haus mit dem Flamingo, genau. Soll ich den umschlagen? Auf den Flamingo hauen. Hat's aber verdient. Ah, hier. Hier liegt auch noch eins dann. Ja. Ich nur 64. Black Sheep hat sich nicht gemeldet. Das war seine letzte Warnung. Bo Peep ist tot. Mögliche Verbindung zu Black Sheep. Ich werde heute eine Beseitigung durchführen. Achtung an alle berichtenden Agenten. Eine ID-Karte und weitere Anweisungen sind erforderlich. Bo Peep hatte eine kleine Station zur Überwachung von Black Sheep. Dort finden sie alles nötige, dürfte alles Nötige zu finden sein. Erstes tut mir leid, aber dieser Ort muss ebenfalls gesäubert werden. Leider ein Glühpusteln. Das ist doch schön. So, wo war noch was? Ah ja, ja, da die. Die ist hier neben der Leiche. Genau. Okay, bleib in der Nähe. Schleichen wir zur Ecke.
Anzug, dunkle Sonnenbrille und ein Motiv für Mord. Nimmst du etwa immer noch auf? Na und? Da sieh mal, er repariert einfach nur den Grill. Guten Tag, die Herren. bin ich noch gemutet? Nee. Gut, alles klar. Ich warte immer, bis du wieder anfängst zu machen. Ja, ja, genau, nee, deswegen. Ich warte auch, dass ich gerade jetzt nicht mehr sicher, ob ich mich gemutet habe oder nicht. Oh, eine Plastikgabel. Witzig, dass sie so extrem Paranoia schieben hier. Ja, voll. Aber hier ist tatsächlich mal wieder ein Radio, das läuft, aber es kann auch sein, dass es jemand angeschaltet hat. Ah, stimmt, höre ich auch, höre ich auch. Jetzt echt genau hinhören. So, da oben ist es, okay. Man da hoch. Ich vermute mal über die anderen Dächer, oder? Hm. Ah, ne, hier ist eine Leiter. Ah, perfekt. Wenn ich mich nicht irre, war da oben auch eine Laborwerkbank oder dergleichen. Ja, stimmt. Okay. Karte und Weisungen. Es ist Waschtag. Wasche und trockne deine Unterwäsche und vergiss nicht, es ist in deinen Kalender einzutragen. Van Loof Keller. Okay. Mist, überladen. Du wieder Hunger? Nee, ich bin überladen. Nee, ich hab Hunger. Achso. Gut, dann müssen wir es wieder zurück. Was kann ich denn mal wegwerfen? Oder vielleicht was essen? Ich habe auch ewig viel aufbereitetes Wasser da. Da. Guck mal kurz, vielleicht finde ich jetzt so auf die Schnelle mal eine. Ja, richtig. Werkbank. Ah ja. Ja, hier oben. Moment, ich habe gerade Buffhaut abgelegt und bin jetzt schwerer als vorher. Hä? Erstmal noch ein bisschen Brandbestienzeug. Hast du vielleicht jetzt genau in dem Moment irgendein Perk verloren? Das kann natürlich sein, ja. So, Nudeln noch rein, jetzt, okay, jetzt geht's wieder. Alles klar, dann wieder zurück. Das war. Achso, das ist ja direkt hier um die Ecke. Cool. Das müssen wir noch irgendwie umreisen. Siebzehn, 16, 10, 9, 3, 1. Was ist mit dir los? Ich kann einfach nicht zählen, wie man, glaube ich, merkt. Es sind hier Viecher. Ich denke, das Geheimnis im Keller. Scheinbar. Vorhin waren ja auch Viecher da, aber die haben die halt vor uns erledigt einfach. Ja. Ah. Wie auf. Waschen Tag hatten wir. Danke. Sehr freundlich. Können wir hier durch? Ja, können wir sogar. Ja. Oh. Ah, das ist hier die, oder? Das ist, glaube ich, hier die Dings aus Fallout 4, dieses, beim Institut, oder? Meinst ja, genau, das? der Teleporter. Ja, der Kryptjäger August. Okay. Passwort für die Bauplattform, nett. Schrott verwerten, auch nett. Was denn? Orte, Ziele. Boah. Da. Da, hast du das schon gelesen? Eigentumsurkunde? Nee, die tatsächlich. Ich glaube, die fehlt da noch.
Mir fehlt noch eines. Dann hier. Nee, warte, okay. Hier, das. Oder ich muss mir das noch anhören, wahrscheinlich. In dem Ding war halt noch eins drin. Aber welches war ja, das? Ich, nee, ah, nee, da war nur die Code. Das. Da war nur der Code drin. Achso, wahrscheinlich, wenn wir jetzt da dran gehen. Informationen. Sitzungen. Gressodron? Können wir jetzt. Aggressodrons bauen. Das wäre halt echt witzig. Ja, die müssen wir wahrscheinlich selbst erledigen dann. Ja. Statusberichte. Okay, das war's aber wohl. Okay, dann gehen wir das gerade noch durch, aber ich kann ja schon mal ein wenig abmoderieren. Also, ist mal wieder an der Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.